So, jetzt heißt es erstmal wieder stark werden. Das heißt, ich gehe zurück in den Aufbau. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie stark ich denn gerade im Moment bin, um dann gut vergleichen zu können, wo ich mich verbessert habe, wie doll ich mich verbessert habe. Das heißt, ich gehe jetzt gleich zum Training und mache einen Maximalkrafttest in ja, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben. Und vielleicht dann auch Overhead Press. Mal schauen. Also das wäre jetzt keine klassische Dreikampfübung, aber es ist ja trotzdem fürs Training möglicherweise interessant. Also, wir sehen uns dann gleich. Bis dann. So, da bin ich wieder. Und ja, hier seht ihr jetzt erstmal aufwärmen mit Kniebeugen. Ja, seht ihr dann 140 Kilo. Ist, ja genau, erstmal noch ein paar Easy, paar mehr Reps. Ich glaube drei oder so. Ganz entspannt, auch noch mit Pullover, weil ich da nicht ganz warm war. Läuft erstmal alles ganz gut. Dann eine mit 160. Ja, lief eigentlich da auch noch ganz geschmeidig. Und dann beginnen sozusagen meine Attempts, ne? Also ich habe auch gesagt, ich habe drei Versuche. Erster dann 180. Und der lief sehr, sehr gut. Also besser als das letzte Mal, wo ich 180 gebeugt habe, habe ich gedacht, wow, nice. Ich wollte eigentlich als nächstes 190 machen, habe dann aber gesagt, hey, ich mache 195. Und der lief dann auch ziemlich nice. Und dann habe ich gesagt, Mann, 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 das läuft ja richtig gut. Mein bisheriges Maximum war 200. Fühlt sich gerade richtig stark. Also versuchst du den zu knacken und machst 205. So, jetzt zeige ich das hier erstmal. Das erste Mal, als ich rausgelaufen bin, ja, hat das ziemlich, haben meine Beine ziemlich gezittert so. Jetzt habe ich hier nochmal rangezoomt. Da habe ich dann gedacht, okay, rack lieber nochmal rein und lass es. Und dann habe ich gedacht, na gut, probierst du es noch ein zweites Mal, nachdem du ein bisschen mehr Pause gemacht hast. Beine haben dann immer noch gezittert, aber nicht mehr ganz so doll. Und ja, da konnte ich mich dann genug konzentrieren. Und dann, ja, habe ich es mal probiert. Und wie ihr seht, ging hoch. Neuer Rekord beim Squatten, 205 Kilo. Das bei einem sehr, sehr niedrigen Körpergewicht. Also, nachdem ich lange Diät gemacht habe, 97 Kilo, bin ich auf jeden Fall super happy gewesen an dem Tag. Ja, also das schon mal super positiv. Dann Bankdrücken, direkt erster Versuch. 140 Kilo, ja klar, easy weggehauen. Ne? Dann 150 Kilo, auch nochmal. Und ja, mir war eigentlich klar, dass ich bei Bankdrücken halt einiges schwächer werde. 150 Kilo ging dann auch noch, aber ja, schon sehr wackelig. Dann habe ich gedacht, okay, ja, wird sowieso schon eng. Probier es nicht 160, sondern 155. Und schauen wir mal. Ja. Das ging dann leider nicht mehr. Schade, also Bankdrücken wurde durch Diät sehr negativ beeinflusst. Da leider große Einbußen, sage ich jetzt mal. Dann beim Kreuzheben 220 Kilo erstmal. Dann zweiter Versuch 230 Kilo. Alles noch eigentlich geschmeidig. Ich war einfach nur schon super kaputt, so von Kniebeugen, Bankdrücken und so weiter. Klar, das Nervensystem ist dann natürlich irgendwann auch am Ende und dann fühlt man sich nicht mehr ganz so fit. Da habe ich noch gesagt, okay, 240 müsste eigentlich auch noch drin sein. Und ja, sah nicht mehr ganz so schön aus, aber war auch noch drin. Also 240 Kilo Kreuzheben, wunderbar, läuft. Dann am Ende nochmal ein kleiner Clip zwischen den Bankdrücksets. Bisschen Trizeps vergleichen. Bisschen Posing hier, immer ganz wichtig zwischen den Sets. Ja, Muskelaufbau plus 300%, wenn er das macht. Und ja, das war es dann erstmal mit dem Maximalkrafttest. Das Total von dem Maximalkrafttest waren dann
595 und ja, das ist, denke ich mal, ganz okay. Mein Ziel ist dann auf jeden Fall demnächst, in den nächsten halben Jahr oder so, ein 700er Total zu kriegen oder in dem nächsten Jahr. Das heißt, man könnte jetzt ganz simpel rechnen, auf jede Übung 35 Kilo drauf, dann habe ich das erreicht. Mal gucken, wie es am Ende dann verteilt wird. Aber ja, so sind so etwa meine Ziele. Der Aufbau beginnt ja gerade erst. Und ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall die ersten paar Kilos ziemlich schnell an Kraft zurückbekommen. Und ich denke mal, auch ein 700 Kilo Total ist da nicht allzu hoch gegriffen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So ist auf jeden Fall gerade der Stand der Dinge. Direkt nochmal ein Squat PR am Ende der Diät ist natürlich auch wunderbar. Und wie gesagt, sehen wir, wie es weitergeht. Bis dann.